3, 1. Aua! Hey Team Awesome, ich bin's wieder, Naomi John, und wir sind heute wieder bei Stargram. Heute werden wieder Trends ausgecheckt. Ich habe natürlich wieder einen Stargast. Und niemand geringerer als Ossi Glossi. Hallo! Schönen guten Tag, Naomi. Oh, schön, dich zu sehen. Wir werden etwas Besonderes an deinem Gesicht ausprobieren. Deswegen bist du auch ohne Foundation hier und ohne geschminkt und alles. Er weiß das selber nämlich gar nicht, was wir heute machen. Ich hab's extra nicht verraten. Also. Ja, sie meinte mir so, ja, komm nur mit Augenbrauen. Nicht so. Nur mit Augenbrauen, alles andere zu Hause lassen. Ja, ich dachte mir auch so, okay. So, für die Leute, die Ossi noch nicht kennen, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, aber egal, die gibt's ja immer. Mhm. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen durch deinen Instagram-Feed scrollen und dich ein bisschen besser kennenlernen, und zwar in der Rubrik Feed Me. So, ich habe hier jetzt gerade mal deinen Instagram-Account aufgerufen. Ja. Gucken wir mal. Ach, guck mal, hier sehen wir. Direkt ein Bild, wo wir beide drauf sind. Ich muss noch mal kurz nebenbei bemerken, die Haarfarbe. Sorry, aber... Wer hat hier wem nachgemacht? Wir sehen aus wie Geschwister. Ist echt so. Oh ja, hier, guck mal, die Cut Crease. Da gibt's eine richtig witzige Geschichte. Und zwar, du siehst ja da diesen Choker, ne? Choker. Choker. Ja, ich sehe den Choker. Da kann ich den so ummachen. Da hat so ein Glied gerissen. Du hast ihn kaputt gemacht, oder was? Ja. Und dann habe ich den mit so... Mit so Panzertape an meinem Hals. Das mache ich auch immer. Nein. Doch, die sind mir immer zu weit. Und dann mache ich hinten mit so Büroklammer oder so. Nee, der war nicht zu weit. Ich habe ihn wirklich wieder fixen können. Aber irgendwie hatte ich Angst, dass er nochmal kaputt geht. Ja, danke schön. Dann habe ich so das. Was haben wir? Oh, das finde ich so süß. Das war so mein Patenkälbchen aus so einem bayerischen Bauern. Ehrlich? Also nicht Patenkälbchen, aber ich bin jeden Tag irgendwie gefühlt 2 Stunden dahin gegangen. Und hab mit ihm geknuddelt. Und die Bilder sind am allerwitzigsten. Und zwar war ich da so auf so einer Klassenfahrt in Krakau. Und da war halt so ein Platz, da waren so übelst viele Tauben. Und die Tauben sind immer so, wenn du Brot hattest, sind die so auf dich raufgeflogen. So auf deine Arme. Aber wenn du einfach nur eine Hand hattest, sind die dann zu dir gekommen? Ja, die so... Alter! Ja, und dann hatte ich teilweise auch mal 5 Tauben auf mir. Auf meinem Kopf, auf den beiden Schultern. Und da, hey, das heißt, du hast das in der Hand gehabt und die ist dir einfach auf den Kopf geflogen? Nee, ich hatte das so in der Hand, da ist sie hier rauf, hab ich das genau, hab so hier, dann ist sie so und da. Und die pickt da auch gerade nach sowas, siehst du? Das war auch, da habe ich einfach den, also ich hatte dasselbe, nur einen kleinen. Da fehlt der Strohhalm, Digga. Ja, ich habe den nicht reingemacht, weil ich es unschöner fand. So getrunken. Das Ding ist, nein, ich habe den da, danach schon reingemacht, nein, gut, aber okay. Ich habe einfach das Getränk von meiner Freundin genommen, weil es einfach schöner aussah. Ja. Weißt du, der Perfektionismus hat sein höchstes Level erreicht, wenn du anfängst, Starbucks-Drinks zu bearbeiten. Mit Facetube. Extrem. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt einen Eindruck von Sigurdi, dem Tausendsister. Und dann würde ich sagen, rüber zur nächsten Rubrik, und das ist Like or Dislike. Was likest du denn gerade so an Make-up-Trends? Also an Make-up-Trends feiere ich gerade total auf Instagram. Is She Hungry? Das ist so eine Drag Queen. Warte, kann ich dir mal zeigen. Die macht so ganz abstrakte Make-ups. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Ja? Ja. Und oh ja, das ist richtig krass. Mhm. Oh, das ist, oh Gott, ey. Ich frage mich, wie man sowas machen kann. Ja, und so sauber arbeiten vor allem. Alter, ey. Also ich meine, Drag ist ja allgemein irgendwie super in, gerade auch mit RuPaul's Drag Race ja, und sowas. Ja, das ist auch halt so, ich finde, das ist auch so ein allgemeiner Begriff, Drag. Hat ja echt eine ganz schön große Reichweite. Kann ja alles sein. Es ist nicht nur, Drag Queen ist nicht nur als Frau verkleiden, so wie manche denken. Es ist wirklich eine Art von Kunst, was die teilweise schminken, das ist so heftig, wirklich. Ich, guck mal, man guckt sich schon allein das hier an. Das ist Drag, Leute. Also wirklich, also ich komme gar nicht drauf. So, leiten wir mal über, weil ich habe auch einen Trend für dich heute. Okay. Jetzt wirst du nämlich auch endlich erfahren, was wir so heute vorhaben mit deinem Gesicht. Okay. Also auf Instagram habe ich sehr viel gesehen, und zwar der Trend, dass man einfach irgendwelche Artikel, sei es Küchenartikel oder irgendwelche Artikel aus dem Alltag nimmt und sich damit halt schminkt. Ja, mit Löffel und mit einer Gabel. Also ich werde mir natürlich viel Mühe geben. Ich möchte, dass es am Ende geil aussieht. Ich mache jetzt nicht irgendeine Scheiße. So Leute, dann starten wir mit unserer nächsten Rubrik, Regram. Wobei es in dem Fall nicht so das klassische Regram ist, wie wir es sonst gemacht haben. Also wir haben jetzt kein Bild, was wir unbedingt nachmachen wollen, sondern eher so die Art und Weise, wie es dann zu dem Endprodukt kommt. Also es ist ein bisschen was anderes, aber warum nicht, ne? Dann würde ich sagen, geht's auch mal los. Yeah.
Wir haben hier drei Paprikas. Papriken. Papriken, Papriki. Ich mach das jetzt einfach mal hier so drauf. Hier einmal für die Nahaufnahme vielleicht. Oh, geil. So, dann wird das hier so drauf. Hell? Nö, also nicht zu hell, aber es ist irgendwie das Geräusch. Ich würde sagen, besser als so Witznehmer. Das ist nicht dein Ernst. Aber schälst du die? Ja. Bist du eklig? Wir haben hier die guten Eier. Nimm aber wenigstens ein pinkes. 3, 2, 1. Aua! Das war richtig weh. Also ich habe hier so eine Konturpalette. Geh da einfach mal mit rein. Oh Gott. Machst du an der Hälfte? Oh! Voll gut. Hätte ich nicht gedacht. Es sieht immer noch scheiße aus, aber ich bin trotzdem positiv überrascht. Wir legen mal dieses sehr misshandelte Ei zur Seite. Können wir ja noch benutzen. Und jetzt kommen wir zum Konturieren. Na, wir machen das jetzt ganz vorsichtig. Und zwar, willst du damit konturieren? Ja. Und dann halte ich das, dreh mir deinen Kopf ein bisschen, damit die das sehen können, noch mehr. Halte ich das hier so dran, wo seine Cheekbone ist, sein Beinknochen. Oh, richtig gut geworden. Ja? Ja. Okay, andere Seite. So, hier einmal. Oh, Leute, guckt euch diese wunderschöne Linie an. Jetzt benutzen wir die Gabel und legen die hier mal so an. Oh. Deine Nase sieht aus wie die Autobahn. Oh, das stinkt richtig nach Ei. Ja, das Ei stinkt nach Ei. Na, jetzt stink ich nach Ei. Das ist ein Stück Schale an der Wange. Komm schon mal an, hör auf. Nein, ich will, das ist voll nass. Ja, jetzt kommen wir zu der Cut Crease, die ich mit dem Löffel machen will. Ich halte mal kurz ein Stück Ei. Ich halte mal kurz das hier. Ja, das passt doch auf dein Auge. Oh, das war gut geworden. Ich schwöre, das ist richtig gut. Guck mal. Mach mal Auge zu. Ich sehe mich die ganze Zeit in dem Löffel. So. Okay, sammel dich. Fühl das Make-up. Hast du ein Foto? Ja. Aber die Kontur ist gar nicht verkehrt. Das ist schon, das ist gar nicht. Das sieht insgesamt gar nicht verkehrt aus. Ja, ne? Also ich finde wirklich das Outcome eigentlich richtig gut. Also für die Verhältnisse. Zwischendurch sah es ja wirklich richtig schrecklich aus, als ich am Anfang die Foundation drauf gemacht habe mit der Paprika. Dachte ich echt, boah, nee, auswandern, ey, das geht nicht. Das ist echt so. Aber diese Cut Crease finde ich richtig gut. Ja. Das ist so richtig sharp und so. Also wirklich. Also abonniert Awesomeness TV. Mhm. Schaut gerne auch auf Instagram, da werden dann auch wieder Backstage-Fotos gepostet und bestimmt auch ein wunderschönes Lookbild von Ossi. Jetzt könnt ihr hier auch noch auf weitere Videos klicken. Oh, yeah. Und da ist auch noch viel los. So, wir verabschieden uns jetzt erstmal. Wir gehen jetzt Pizza essen. Okay? Ja.